Moin Leute und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und ja, heute geht es weiter mit der 5M-Reihe. Und zwar, bevor das Video startet, wollte ich erstmal Danke sagen für die ganze Unterstützung vom vorherigen Jahr. Und natürlich nochmal frohes Neues an euch. Ja, ich hoffe, ihr habt gut reingefeiert. Und ich würde sagen, wir starten auch mit dem Video. Ja, heute geht es um Fake-Kennzeichen abnehmen und so. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal was vorbereitet. Und zwar haben wir hier halt zwei Items. Einmal halt so einen Schlüssel halt, den wir dann auch gleich brauchen. Und wie mir gerade aufgefallen ist, müssen wir noch mal kurz den Server neu starten. So, da bin ich dann auch schon wieder und nun können wir das Ganze hier auch verschieben. Ja. Wir haben hier zwei Items und ein drittes müssen wir natürlich noch hinzufügen, beziehungsweise müssen wir alle drei hinzufügen zu der Datenbank, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, hier haben wir einmal die Fake-Kennzeichen und hier haben wir das Werkzeug, ne, so den Schraubenschlüssel da. Und ja, wir können das Ganze an Spielerautos machen, ja. An Random-Autos funktioniert das natürlich nicht. Ja, wir gehen hier hin und können dann einfach das Ganze hier einmal abschrauben, ja. Zack. Und wenn wir jetzt das Auto halt einparken, können wir das halt nicht, ne? Weil es halt nicht mehr uns gehört. Ja. So, und jetzt fragen wir auch nochmal das Ganze hier ab mit der Polizei. Fahrzeuginfo. Keiner gefunden, ja. Somit funktioniert das Ganze, so wie es sein soll. So, als nächstes gucken wir einmal. Und hier haben wir das dann so die originale Plakette. Und ja, wenn wir es jetzt wieder dran schrauben, ja, können wir natürlich auch machen so. Somit können wir jetzt einmal gucken. Zack. Und blöd. Info. Und schon sind wir wieder gefunden. Und nun können wir das auch wieder einparken, ne? So. Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir auch direkt zur Installation. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Einfach runterladen, einmal auspacken. Dann haben wir diesen Ordner hier. Und hier kopieren wir uns schon mal den Ordnernamen raus und gehen dann anschließend in die Server-CFG oder in meine Extra dann. Und hier müssen wir das Ganze jetzt nur noch starten, speichern und schließen. So, als nächstes gehen wir in den Resource-Ordner und ziehen diesen Ordner in den Resource-Ordner. Und nun müssen wir noch einmal in die Datenbank und zwar gehen wir hier einmal in die SQL, ja, und können uns hier einmal alles rauskopieren, außer halt hier oben, das brauchen wir nicht, nur hier, zack, rauskopieren, schließen. Und als nächstes geht es dann in die Datenbank und hier geht ihr einfach einmal hier auf den Namen drauf, hier auf SQL, fügt das hier ein. Und müssen das Ganze nur noch mit OK bestätigen. Ich habe das Ganze schon gemacht, deswegen ja, überspringen wir das. Kann ich euch auch einmal kurz zeigen. Zack. Ne, Fake. Und so weiter und so fort. Ja. Jetzt müsst ihr eigentlich nur noch den Server neu starten und ihr habt die drei Items sowie das Script erfolgreich installiert. Gut Leute, falls euch das Video soweit gefallen haben sollte, dann lasst doch wie immer einen Daumen rum da, kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein und ciao ciao. For the fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. And